Es ist das Jahr 2552. Die Menschheit kämpft gegen das Alien-Bündnis, die Allianz. Und verliert. Die Allianz hat auf ihrem Kriegszug unsere Welten zerstört und Milliarden getötet. Die Erde war lange Zeit unser letztes Bollwerk. Ein gut gehütetes Geheimnis. Das ist vorbei. Ein Allianzträger hat die Verteidigung der Erde durchbrochen und die afrikanische Metropole Neu-Mombasa angegriffen. Ersten Berichten zufolge gab es erhebliche Schäden und schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung. Die Militärführung des United Nations Space Command ist nun bereit, darauf zu reagieren. Teams der hochqualifizierten Orbital-Absprung-Shock-Trooper werden den Träger von Navy-Schiffen im erdnahen Orbit angreifen. Es ist eine lebensgefährliche Mission. Aber die OASTs sind die Besten der Besten. Und die Rettung von Neu-Mombasa könnte die wichtigste Mission des Krieges sein. Die Navy hat gut gekämpft. Klar, ist ja auch die Erde. Besser spät als nie. Wie wär's mit etwas mehr Respekt, Romeo? Ich sag nur, Sie haben was übersehen. Nein, für uns übrig gelassen. Sie kennen die Musik. Zeit zu tanzen. Hallo, Schöne. Ports, sofort. Neulinge? Nichts Besonderes. Waren wir alle mal. Wenigstens hören Sie. Auf mich. Aber Sie werden meine Worte nicht mögen. Befehl ist Befehl. Kommen Sie, Veronica. Was könnte wichtiger sein als der Träger? Meine Befehle. Und Buck? Nennen Sie mich Captain. Den Tanz lasse ich aus. Wo soll ich mich hinsetzen? Was hatte die denn für eine Panzerung? Keine Ahnung, Mickey. Hab nicht dahin geguckt. Im Ernst? Sieht nach Nahkampf aus. Genau. Die zweitletzte, gleich neben meiner. Gemütlich. Sagen Sie uns Ihren Namen, Gunny. Miss Nachrichtendienst. Unser neuer Boss. Oh Mann. Also haltet den Mund. Setzt euch hin und macht euch einsatzbereit. Was soll ich mit diesem Ding... In einem Allianzschiff. Aufwachen, Schneewittchen. Entspann dich, er tut dir nichts. Außerdem wäre es jetzt ratsamer, stark und schweigsam zu sein. Der Typ kann nicht mal am Arsch lecken. Geht's nach unten? Ich nehm's zurück. Die Navy hat versagt. Hey, Romeo. Sagte ich nicht, ich soll den Mund halten? Ja, das war ein Befehl. Captain, 15 Klicks neben dem Deck. Kurskorrektur auf meinen Befehl. Bereit machen. Was hast du gesagt? Captain! Wir sind weit vom Kurs ab. Der Kurs ist genau richtig. Aber wir werden den Träger verpassen. Hallo. War das etwa eine Atombombe? Nein. Der Träger wird springen. Es ist ein Slipspace drin. Wir müssen... ESP, wenn ihr Energie und Heizung eröffnet, wir kommen hart runter. Aua.
6 Stunden. Oh Gott, ich glaube, ich habe gestern zu lange gesoffen. Gott, der Kater ist ja schlimm. Ich brauche eine Ibu. Wie komme ich denn aus diesem Drecksding raus? Das wird ein tiefer Fall. Aua. So, was soll ich tun? Oh Gott, oh Gott. Mombasa hat auch mal besser ausgesehen. Finden Sie eine Medizinstation. Nichts lieber als das. UNSC equals... Ketzer unter uns. Was ist das denn für eine Waffe? Die kenne ich ja noch gar nicht. Oder ist das die normal? Ah, okay, das ist eine Medizinstation. Gut zu wissen. Oh du Scheiße. Was ist das denn? Wo muss ich denn hin? Meine erscheinen rot. Ach ja, ich bin ja kein Spartan, ich komme nicht so hoch. Was haben wir? Twilight of Man. Verdammt, was bist du denn für ein hässliches Vieh? Ich dachte, wir kämpfen ja gegen Elite. Oder war da... Nee, war da. Das war im letzten Teil. Egal. Scheiße. Warte, was? Hat er eher nach Unsichtbarkeit aus als irgendwas? Unbesiegbarkeit. Nein! So, wo ist mein Team? Können die sich mal über Funk melden, bitte? Was ist das hier für ein... Bin ich jetzt wirklich hier... Falsche Taste. Ich habe mich nicht gut unter Kontrolle. Wenn ich Müll sehe, werde ich einfach nur aggressiv. Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ah, hallo. Warte, lass mich nachladen oder ich mache einfach so. Aua. Danke für die Reichweite. Gib mir das mal. Ah. Ist auf jeden Fall ungewohnt, das Ganze. Ohne Bewegungsmelder. Da sind Feinde. Das sieht auch nach Feinden aus. Das war wirklich nicht weit. Das war schon besser. Zwar auch nicht gut, aber besser. Wie gut komme ich im Nahkampf gegen dich an? Keine Ahnung. Ich werde es erst erfahren, wenn ich... Wo ist das Drecksding? Ja, moin. Wie geht's denn so? Ja. Nicht sehr gut. Meins. Träger, ist das Deutsch? Geil. Diese Stadt ist deutsch, diese Stadt ist gut. Das sollte man nicht so ernst nehmen. Ist das hier mein Ziel? Was bist du? Ja. Oh, das ist cool. Drücken Sie für Unterstützung Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten?
Was ist das? Ah, ich bin einfach nur in die falsche Richtung gelaufen. Will niemand abnehmen? Ich übernehme das mal kurz. Was auch immer du sagst. Stadtkarte heruntergeladen, okay. Oh mein Gott, was zur Hölle. Ziel erreicht, schön. Durchsuchen, ja, alles gut. Rechtschreibfehler. Da hinten muss ich hin. Oh, du armes Schwein. Das ist ein komplett anderes Feeling als Halo. Es ist so, ich fühle mich klein. Und es ist nicht sehr gut. Glass this. Granate bereithalten. Waffen geladen und entsichert. Verlasse Gebäude. Hallo, ihr kleinen Drecksviecher. Sehen die mich im hohen Gras? Ich bin ganz unsichtbar, wie in Assassin's Creed. Komm, ey. Stirb. Wo ist der letzte? Da. Oh, da hinten sind auch nochmal zwei. Weiter geht's. Oh mein Gott, ist das dunkel. Man sieht ja nichts. Soll ich da hoch? Tut mir leid, Junge. Anscheinend hattest du nicht genug Munition. Wir alle haben einen schweren Tag. Oh, vielen Dank. Blut. Könnte durch die Marines da unten gekommen sein, aber vielleicht auch. Jo, ich hab wieder mal die beste Waffe im Spiel. Gott, das ist wirklich dunkel. Oh mein Gott, ihr Drecksviecher. Habe ich mich gerade erschrocken. Das ist wirklich fast ein Horrorspiel. Und wieso bist du gerade nicht gestorben? Jo. Da hat mein Herz gerade einen Hüpfer gemacht. Ich will nicht wissen, was die mit dem armen Marine hier drin gemacht haben. Ui, beim Schleichen wippt man hin und her. Ah. Das ist nicht gut. Sagen Sie uns Ihren Namen, Gunny. Miss Nachrichtendienst. Unser neuer Boss. Oh Mann. Also haltet den Mund. Setzt euch hin und macht euch einsatzbereit. Oh, das war schon. Ein schöner erster Einblick in Halo 3 ODST. Und beim nächsten Mal untersuchen wir eine Absturzstelle. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag.